Dir wurde aufgetragen, für dein anstehendes Projekt doch bitte ein Gantt-Diagramm zu erstellen. Oder bei dir steht ein größeres Projekt vor der Tür und du brauchst noch eine zuverlässige Methode, um deine Arbeitsschritte zu planen und zu strukturieren. In beiden Fällen bist du mit deinem letzten Klick auf Gold gestoßen. Denn in diesem Video erkläre ich dir im Detail, worum es sich beim Gantt-Diagramm handelt, wie du eines erstellen kannst, ohne dabei auf abgefahrene Projektmanagement-Software angewiesen zu sein, und wie dir das Gantt-Diagramm dabei hilft, dein Projekt zu einem grandiosen Erfolg zu machen. Dabei ist es völlig egal, ob es sich bei deinem Projekt um eine wissenschaftliche Arbeit, einen Produktlaunch oder ein neues Gartenhaus handelt. Und auch, ob du allein oder in der Gruppe an die Sache herangehst. Das Gantt-Diagramm hilft dir in jedem dieser Fälle. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Bevor wir starten, abonniere unbedingt noch schnell meinen Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium oder deine Arbeit gemeinsam auf das nächste Level bringen können. Außerdem möchte ich mich herzlich bei Scribber dafür bedanken, das heutige Video unterstützt zu haben. Bist du auf der Suche nach einem professionellen Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit? Dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schaue einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@schreib.de für einen exklusiven Gutscheincode. Das Gantt-Diagramm, benannt nach Henry L. Gantt, wurde schon vor einem guten Jahrhundert erfunden und ist seitdem zum Klassiker unter den Projektmanagement-Werkzeugen gereift. Im Prinzip ist ein Gantt-Diagramm nichts anderes als ein Balkendiagramm, welches einzelne Arbeitsschritte, auch Arbeitspakete genannt, und deren Laufzeit visualisiert. So entsteht ein mehrdimensionaler Zeitstrahl für die gesamte Dauer des Projekts. Jedem Arbeitspaket sind eindeutige Deadlines zugeordnet und wer wie lange daran arbeitet. Durch die grafische Darstellung wird ersichtlich, welche Aufgaben gerade parallel ablaufen und wie der Fortschritt des Projekts mit vorher vereinbarten Zwischenzielen übereinstimmt. Der kritische Pfad. Besonders detaillierte Gantt-Diagramme können zudem die Informationen enthalten, welche Arbeitspakete abgeschlossen werden müssen, damit ein darauffolgendes beginnen kann. So wird aus dem Gantt-Diagramm ersichtlich, ob sich die Projektlaufzeit gegebenenfalls verlängert oder eine Deadline nicht eingehalten werden kann, falls ein Arbeitspaket ins Stocken gerät. Beim sogenannten kritischen Pfad spricht man von der Abfolge der Arbeitspakete, die für die Fertigstellung des Projekts unverzichtbar sind. Je umfangreicher das Projekt ist, desto mehr Arbeitspakete und Projektteilnehmerinnen gibt es. Damit das Gantt-Diagramm weiter seiner Funktion nachkommen kann, nämlich Übersicht zu schaffen, ist eine wohldosierte Balance aus Detailgrad und Übersicht gefragt. Du hast nichts davon, wenn für dein Gantt-Diagramm eine eigene Schulung notwendig wird und die anderen Teilnehmerinnen des Projekts nicht damit zurechtkommen. Heutzutage bieten verschiedenste Softwarelösungen die Funktion, ein Gantt-Diagramm zu erstellen. Damit sich der Preis dieser Software auch rechtfertigen lässt, werden die Funktionalitäten immer weiter ausgebaut. Doch meistens genügt auch ein minimalistischer Ansatz. Der einfachste und schnellste Weg, um ein Gantt-Diagramm erstellen zu können, ist ein gutes altes Excel-Sheet. Hier listest du als erstes einfach alle Arbeitspakete der Reihe nach auf. Spielen wir das Ganze mal am Beispiel einer Projektarbeit in der Uni durch. Du kannst dein Gantt-Diagramm entweder selbst designen oder auf eine Vorlage zurückgreifen. Die Vorlage, die du hier siehst, stammt von Microsoft selbst und ist kostenlos. Den Link dazu findest du unter dem Video. Auf der linken Seite kannst du jetzt deine Arbeitspakete definieren. Jedes davon ist farblich hinterlegt. Jedes Arbeitspaket besteht aus einzelnen Aufgaben oder auch Tasks, welche einer oder mehreren Personen zugeordnet werden können. Wichtig ist es, hier das Start- und Enddatum einzutragen, damit sich rechts auf dem Zeitstrahl das Balkendiagramm bildet. Was zusätzlich ganz cool an dieser Vorlage ist, du kannst den Fortschritt jeder Aufgabe nachhalten und je nachdem, bei wie viel Prozent du stehst, verfärbt sich der Balken. Wenn du sogar mehrere Projekte managen möchtest, dann hilft dir ein Projektmanagement-Tool. Das beste mir bekannte kostenlose Tool ist Agantti. Die Benutzeroberfläche dieser Software sieht so aus. Auf der linken Seite kannst du die verschiedenen Projekte anlegen, Aufgaben, Deadlines und Milestones eintragen und andere Nutzerinnen mit ihrer E-Mail-Adresse einladen.
Verglichen mit der Excel-Vorlage hast du hier noch mehr Funktionen, Möglichkeiten der Kollaboration und eine App. Die Vorteile, die dir ein Gantt-Diagramm bringen, sind wirklich gut. Du kannst dein Projekt so visualisieren, dass alles auf einen Blick sichtbar ist und du aus der Vogelperspektive darauf schauen kannst. Eine Übersicht aller Aufgaben und Meilensteine helfen dir beim Fokussieren deiner täglichen Arbeit. Der Projektplan schafft Verantwortung für dich und alle anderen Beteiligten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du in Zeitnot kommst, verringert sich. Nimm dir also in regelmäßigen Abständen Zeit, um dein Projekt und dessen Fortschritt zu überprüfen, zum Beispiel einmal pro Woche. Nutze diesen Termin, um dein Gantt-Diagramm zu pflegen und auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei solltest du natürlich nicht schummeln und die Deadlines jeden Tag einen Tag nach hinten verschieben. Verliere dich aber auch nicht im Projektmanagement. Nutze es als Stütze, aber nicht als Beschäftigung. Meetings und stundenlanges Brainstormen bringen dich deinem Ziel nur bedingt näher. Das Einzige, was zählt, ist die fokussierte Arbeit, die du ohne Ablenkung alleine leistest. Das Gantt-Diagramm sorgt nur dafür, dass du auch nichts vergisst und voll im Plan bleibst.